Weiter geht's. Hier beginnt jeden Moment das Qualifying auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Das wird ohne Zweifel ein actionreicher Tag vor den Toren Barcelonas. Die Vorbereitung der Teams auf das heutige Qualifying laufen derzeit garantiert auf Hochtouren. In den vorherigen Trainingssessions gab es einige beeindruckende Zeiten. Stefan Römer, glaubst du, dass wir auch heute solch ein hohes Niveau erleben werden? Das will ich doch hoffen. Die Konkurrenz hier ist äußerst stark. Und ich denke, wir werden heute extrem kurze Abstände erleben. Beim Training geht es nicht nur um die schnellsten Rundenzeiten. Es geht ums Optimieren und um das Überprüfen von Entscheidungen. Kleine Fehler sind ja keine große Sache. Im Qualifying ändert sich das. Dort muss man die perfekte Runde fahren, sonst spürt man die Konsequenzen. Glaub mir, das erhöht den Druck gewaltig. So. So, reicht die Zeit? Reicht die Zeit? Große Frage. You've just put in the fastest lap. Good job. So far is a 120.1.
So, alle in der Box. So, 8 Minuten noch. Ein Versuch müssen wir auf jeden Fall dann nochmal hinsetzen. So far, our fastest lap is a 1 minute 20.1. Track, we should consider getting out there. We're 20th in the speed trap, 319.4 kilometers per hour. So.
remaining in the session. We're 20th in the speed trap, 319.4 kilometers per hour. So, nochmal Versuch setzen. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Richter und Charles Leclerc. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Schade. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Naja, mal gucken, wie es im Rennen ausgeht.